Heute, was geht ab, Leute? Hier? Heute eigentlich gar nichts geplant. Ich muss ein paar Sachen erstmal einkaufen und dann schauen wir mal weiter. Ich weiß auch gar nicht, was ich heute esse. Seid gespannt. Ich bin selber gespannt. Was geht ab, Leute? Wieder da? Ein paar Sachen eingekauft. Schaut mal, was ich gefunden habe. Das ist der letzte von den Four Bros STD, die wir noch nicht probiert hatten. Ich muss sagen, ich habe ja Shirin David, also die waren alle nicht so gut. Der beste war Blaubeere. Aber ich habe gesagt, Blaubeere, sie kriegt einen Pluspunkt, weil Blaubeere, ich habe noch nie einen Blaubeere-Eistee gesehen. Ist aber falsch. Weil die hier vor Gross haben auch Blaubeere und die waren vorher da. Deswegen, dieser Pluspunkt bei Shirin David geht wieder weg. Blaubeere-Feige, ich bin gespannt. Wir haben mal alles ausprobiert und dann haben ein paar geschmeckt. Die habe ich extra gekauft, aber seitdem hat keiner das getrunken. Alle so bei diesem Minze Energy Drink. Boah, richtig geil, Alter. Habe ich hier, keiner trinkt den. Riecht gut. Ist lecker. Hat was. Tausendmal besser als Shirin David, Alter. What the fuck? Und das ist so. Ich will sie gar nicht haten, also ich habe keinen Grund, sie zu haten, aber es schmeckt einfach viel besser. Ihr Eistee taugt ja echt nicht. Ich habe ein paar Pokémon und Yu-Gi-Oh! Booster gekauft, Mann. Nee, nicht für ein Opening. Das ist ein kleines Geschenk, eine kleine Geste. Eins auf Euler. Da hat jemand mal zugehört und eine nette Geste. Incoming. Ich gebe euch Bescheid, ob das gut ankam. Wir testen Gourmet-Nudelcup, heißt es. Gourmet, ja. Das hat mein Interesse geweckt. Bin gespannt. Natürlich schaffen wir nicht drei Packungen, aber ich probiere mal jede. Der Rest halt für morgen. Wir machen eins auf. Ich habe diese Debatte, die es so gibt. Asian Food, Westernizing Asian Food so. Es sieht aus wie ein Minutenmix, diese 1, 2, 3 Terrine, was weiß ich, wie das heißt, von den Nudeln her. Aber okay. Eine Ding-Packung, die sieht saftig aus. Die sieht echt saftig aus und ein paar Kräuter. Ich hätte mehr erwartet, aber wenn das hier krank ist, dann wird's heftig. Selbes Prinzip, selbe Nudeln. Andere Kräuter und das hier. White Tiger. Ich bin gespannt. Das dritte. Oh, das hat sogar noch eine Extra-Packung. Oh. Dasselbe Nudeln. Gewürzding. Dieses Teil. Und das hier. Das ist Red Dragon. White Tiger. Yellow Monkey. Sehr asiatisch angehauchten Namen, von irgendeinem deutschen Weißen wahrscheinlich. Aber kein Problem. Klau einfach unsere Kultur. Voll dickflüssig, seht ihr, Leute. Also, ich habe viel Hoffnung in diese Paste. Bisschen umrühren. Deckel drauf. 5 Minuten ruhen lassen.
Willkommen zum Bällebad, a.k.a. dem Testbereich. Wir starten mit... Ah, Bai Hu heißen die. Klingt schon asiatisch. White Tiger. Es ist also Nudeln, so wie, also deutsche Nudeln, nicht an Ramen angelehnt. Aber hier steht auch nirgendwo was von Ramen. Ich assoziiere es halt nur, weil asiatische Namen, dies, das. Ekelhaft. Also nicht ekelhaft, aber 1:1 so wie diese 5-Minuten-Theorien oder so. Eine volle Mahlzeit aus erlesenen fernöstlichen Zutaten. Japanische Miso-Suppe, Shiitake, Tofu, Algen, Sancho, Pfeffer. Digga, nein, Mann. Echt nicht. No. Fettes No von mir, Mann. Fettes No. Fettes No. Ein Red Dragon hebe ich mir bis zum Ende auf. Er sieht aus wie 5-Minuten-Terrine, Mann. Mit Erbsen, diese... Ja, er sieht aus wie deutsche Suppe, Mann. Er sieht aus wie deutsche Suppe. So, was ist das? Erbse, Paprika, Frühlingszwiebel, verfeinert mit Mango und Kokos. Nicht mein Geschmack. Dieses Curry taugt gar nicht. Die Nudeln halt. Das ist doch Pasta. Das ist man mit Tomatensauce. Nicht in Suppe. Nee, Mann. Gott, daran ist gar nichts Gourmet, Mann. Daran ist gar nichts Gourmet. Red Dragon. Sweet Sour Chili. Brokkoli, Frühlingszwiebel, Ananas. Verschärft mit Szechuan-Pfeffer und Chili. Er schmeckt wahrscheinlich genau wie dieselben zwei, nur scharf. Er schmeckt einfach nach gar nichts. Wieso probiere ich überhaupt die Nudeln? Die Nudeln sind identisch wie die anderen. Ekelhaft, Mann. Ist so schlecht, ich esse wahrscheinlich nicht mal auf. Boah, ey. So. Wisst ihr, so eine Mama Nudelsuppenpackung 1000-mal lecker. Alter, ey. Was ist das, Mann? Enttäuschung pur, Digga. Ursprünglich hatten die Nudeln mich getriggert, weil das war kompletter Fail, richtig... Ja, doch, ekelhaft. Ich würde echt sagen, ekelhaft. Aber wie mehr ich drüber nachgedacht habe und ich habe auch ein paar Antworten auf Insta bekommen, ich habe es natürlich gepostet von ein paar asiatischen Freunden oder und dann habe ich auch die Webseite, Insta-Page von denen abgecheckt. Das sind halt echt so deutsche, weiße, hipster, vegane Öko-Leute. Und dann mit diesen, wir machen das richtig, als hätten wir die Asiaten das 1000 Jahre lang falsch gemacht, weißt? Und dann muss so ein weißer Deutscher daherkommen und der weiß dann, wie man es richtig macht, oder wie? Ja, das muss ich ehrlich sagen, triggert mich schon. Nieder mit denen. Nahui oder Naihui, wie auch immer die heißen. Baihui? Ich hoffe, ihr geht pleite, Mann. Real talk. Ich hoffe, ihr geht pleite, Mann. Wieso gab es bisher... Mein Gott, ich muss mal googeln, ob die bisher... Irgendwie so, wie nennt man das, bisschen Stress im Internet hat oder sowas. Kann doch nicht der erste Asiate sein, der die Kacke findet. Fast perfekt, Leute. Aber es geht. Abschließend Worte, Mann. Mein Gott, ja, war nicht so lecker. Und dieses Problem, ja,
Also wären es einfach nur irgendwelche Instant-Nudeln oder so gewesen, kein Problem, schmeckt mir nicht, alles gut. Es hat dieses Problem mit diesen deutschen Weißen, das, Alter, das hat sogar irgendeinen Preis gewonnen und kein einziger hat sich bisher über die aufgeregt, also vielleicht übertreibe ich auch, aber es ist halt dieses deutsche Weiße, die irgendwas Asiatisches verbessern wollen. Nenn das doch einfach, also nichts, nicht in die asiatische Richtung, sondern nenn das doch einfach brauner Bär oder, keine Ahnung, gelber Bierbär und nicht gelber Yellow Monkey, weißt? Und nenn's halt weißer Adler und nicht White Dragon. Kein Problem, aber wieso dieses Asiatische und dann Instant-Nudeln auf die richtige Art? Heißt es, die asiatische Art ist falsch, oder wie? Also, über Generationen bisher hat sich keiner beschwert. Also, das ist halt so eine Sache, aber nee, hat mir nicht geschmeckt. Schande über euch, Alter. Schande über euch, ihr deutsches Berliner Startup. Benennt eure Nudelnummer, Alter. Nee, Schwan, in dem Fall sehe ich das nicht so ernst, aber ja, das war's von mir, Leute. Wie immer liken, subscriben, kommentieren, checkt die Videos ab, folgt mir auf Instagram und Twitch. Investiert in Bitcoin. Ist ein bisschen gedroppt, also buy the dip. DeFi, Cashflow, serious business und ciao. Warte. Warte, das kriegt ihr noch? Charlotte! Charlotte! Sind Zwiebeln! Sind Zwiebeln, Alter! Ciao! Und das.